So, jetzt haben wir hier ein Gameplay mit der RK7 Garrison. Die coolste Sekundärwaffe in dem Spiel erinnert mich an die M93R Rafika oder so aus MW2. Nur weniger cool tatsächlich. Also die Rafika war bei weitem cooler die Burstpistole. Die hier ist aber auch akzeptabel. Mit der kann man auch auf jeden Fall spielen. Tut mir leid, das für, dass für das am Anfang dieser Runde erstmal kein Sound ist. Ich hoffe, dass in späteren Gameplay Sound ist. Und Alter immer diese VMPs, die mich umnieten. Ich habe so keinen Bock langsam mehr auf das Spiel durch die VMPs. Es wäre so ein geiles Spiel, würde man einfach wirklich sagen, ja hier Scheiße auf ähm, Spezialisten und nehmen wir keine v VMPs oder so mehr mit rein. Also keine OP-Waffen, welche nur durch DLCs hinzugefügt werden und dann einfach Scheiße auf Spezialisten und voilà perfektes COD. Das ist wirklich eines der besten CODs, die seit Jahren rauskamen. Wenn wir jetzt vom WW2 abgucken, weil WW2 ist für mich eigentlich so der Retter der COD-Geschichte wieder gewesen seit einer langen Zeit. Ich hatte aber auch nichts gegen die anderen Teile. Die einzigen Teile, gegen die ich was hatte, waren wirklich ähm, war BO3 in letzter Zeit. BO3 war wirklich so der einzige Teil, wo ich so ein bisschen genervt von war, weil der mir absolut nicht gemundet hat. Aber die anderen Teile, die waren akzeptabel. Ich glaube, wir haben sogar schon mal ein Video darüber geredet, dass mich die Spezialisten abfucken. Aber okay, müssen wir ja erstmal nicht weiter drüber reden dann. Aber auf jeden Fall will ich einfach nur sagen, BO3 war wirklich so der letzte, also der einzige schlechte Teil, so der richtig schlechte Teil der Serie. Ich war, fand jetzt Ghosts und so auch nicht geil. Aber ich fand diese Infinite und Advanced Warfare Teile irgendwie cool. Die haben mir Spaß gemacht. Aber ich bin froh, dass wir die letzten zwei Games, also Cold War und Modern Warfare 19, wirklich äh, Boots to the Ground hatten, genauso wie in WW2. Und ich bin auch froh darüber, dass jetzt noch ein zweiter Weltkriegsteil kommt, weil ich habe ihn jetzt in der Alpha gesehen und bin wirklich davon sehr überzeugt, dass der wirklich gut wird. Und darauf freue ich mich tatsächlich. Ich hoffe nur, dass meine 1080 Ti den äh, hinbekommen wird, sonst müsste ich mir irgendwie überlegen, was ich mache. Ich kann mit Autos nicht umgehen, Leute. Ich habe keinen Führerschein. Auf jeden Fall nicht hier. Der COD-Führerschein ist mir nie äh, ausgehändigt worden, ist das Problem. Und ich weiß auch nicht, wo ich den COD-Führerschein herkriege, weil ich kann absolut nicht damit umgehen mit diesem scheiß kleinen Assi. Also mit der Fernerkladung. Egal ob BO... Obwohl, im BO1 waren sie sogar noch steuerbar. BO2 hatte ich... BO2 ab, ab Probleme mit den Scheißteilen. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Es ist wahrscheinlich einfach nur... Das bin einfach nur ich. Aber ja. Die Pistole ist wirklich geil, wie man hier sieht. Also die räumt wirklich gut in der Runde auf. Ich mache ordentliche Kills, auch über Range... Meistens werde ich durch äh, Spezialistenwaffen getötet oder zum Beispiel durch eine VMP. Also ja, VMP ist gefährlich und die Spezialistenwaffe wie der Granatwerfer da eben vom Battery. Und ja, sowas wie das Gehecke ist auch äh, bescheuert. Also das sind auch so Sachen, auch wie diese EMP-Granaten und Das sind Sachen... Die finde ich nicht gut. Vor allem der eine, der hinter der Kiste lag, wo ich mein Stampf, meine Kartoffelstampfwaffe benutzt habe, nenne ich das jetzt einfach mal. Der hätte wahrscheinlich mich in einem Feuergefecht erledigt, ähm, hätte ich nicht das Teil gehabt. Ich glaube, ich wäre gestorben und hätte dann Buddy kein Granatwerfer, sondern eine normale Waffe, wäre ich wirklich gestorben. Aber... Also er hätte mich frühzeitig erledigen können, bevor ich ihn bekomme. Aber es sind so Sachen. Ich bin ja wirklich froh, dass wir das in späteren COD-Teilen nicht mehr hatten. Also das in Cold War, Modern Warfare 19 sind ja, glaube ich, alles ohne Spezialistenfähigkeiten. Gut, ich finde in Modern Warfare 19 tatsächlich auch die Fähigkeiten sowas wie Vollmantelgeschosse oder äh, Dead Silence oder wie das heißt total bescheuert, dass das Spezialistenfähigkeiten sind. Also dass das so Aufladfähigkeiten sind. Ich finde das als Perks besser, aber ich würde es besser finden, wenn man sowas wie Dead Silence gar nicht bräuchte, dass die Schritte etwas leiser sind, so wie in Black Ops Cold War. Da waren die Schritte schön angenehm von der Lautstärke her. Da konnte man nicht Hardcore in der Ecke campen, sondern musste auch ein bisschen ja ein bisschen Talent haben, anstatt nur zu hören. Aber bis zum nächsten Mal eurem.